Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich zu den KUS-Nachrichten einladen. KUS bedeutet Kulturzentrum Staaken, aber das haben Sie bestimmt schon gewusst. Die KUS-Nachrichten erscheinen einmal im Monat und die erste Ausgabe von Informationen im Videoformat soll Sie gleich wach küssen und Sie ermuntern, uns auch zukünftig anzusehen. Wir wollen Sie ein paar Minuten mit Neuigkeiten aus den Kursangeboten, einen Ausblick, aber auch einen Rückblick auf die beliebten Live-Auftritte aus allen Kulturbereichen mit Interviews von Künstlern und Künstlerinnen und Besucher und Besucherinnen und versorgen. Und Sie natürlich zu einem Besuch des Kulturzentrums animieren. Jetzt viel Spaß beim Sehen. Maria, was macht ihr hier Tolles heute? Ah, was machen wir? Hühnersuppe, leckere, lecker. Kolombia. Guck mal, wir probieren noch mal. Warte mal. Mit Koriander. Oh. Heiß, ne? Ganz gesund. Klasse. Klasse, vielen Dank. Mit Koriander kann ich nur empfehlen. Koriander, ja, das sehe ich. Und hier in dem Backofen. Oh, komm mal her. Eine mal in den Ofen gucken. Yucca-Pastete oben. Wow. Und super. Ein Champignon-Kirsch. Wow, das ist ja super. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Nachbarinnen und Nachbarn. Ich bin Detlef Kleino, Leiter des Kulturzentrums Staaken. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben auf ein grandioses Wochenende, das wir jetzt im Februar hatten. Wir hatten am 10. Februar einen schönen Chansonabend mit Caligne Philips Le Bon. J'adore les spatz de Berlin. Ils sont des petits sauvages, mais mignons comme des poussins. On les voit partout. Dann hatten wir am 11. Sanity hier eine Wahnsinns-Heavy-Metal-Band, genau das andere Ende des kulturellen Spektrums, was man überhaupt hier nur abbilden kann. Und am 12. dann gleich die Wahl, deren Ergebnisse Sie ja in den Öffentlich-Rechtlichen nachhören können. Für den kommenden Monat, den März, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass am 11.3. Petra Pavel und Peter Rodekur hier einen musikalischen Theaterabend vorführen unter der Überschrift Ich hab so'n Appetit auf Bulette. Und damit verabschiede ich mich jetzt in die Mittagspause. Tschüss. Ja, Mensch, Leute, hallo, Nachbarn, wisst ihr was? Ich bin der Dieter Durchblick. Und da ist mir doch letztens was passiert. Da lauf ich hier an der Sandstraße lang, komm hier vorbei und da sehe ich ein Schild, da steht Kulturzentrum Staaken. Puh, da dachte ich mir doch, da willst du doch mal kicken, was dit is. Da bin ich rinnegang und stellt euch mal vor, ich sehe lauter nette Leute. Puh, aber so genau weiß ich noch nicht, was hier los ist. Das will ich noch erkunden. Ich bin nämlich ganz schön neugierig, wisst ihr? Tja, aber das folgt später. Ich muss mir doch erstmal richtig hier umsehen. Also, wir sehen uns. Tschüssi Koski! Das war unsere erste Ausgabe. Und die war hoffentlich interessant für Sie. Weitere Info entnehmen Sie unserer Homepage. Seien Sie nachsichtig, wenn es mal einen Versprecher gegeben hat. So, und nun schließen wir diese Ausgabe der KUS-Nachrichten, wie zukünftig immer, mit einem Spruch. Ein Lächeln kostet weniger als elektrischer Strom und gibt viel mehr Licht. Der war jetzt von mir vorgetragen, aber ist schon vor Jahrhunderten in Schottland entstanden. Und tschüss.